Wenn du dich mit Trading und Aktien und Börse beschäftigst, dann stellt sich irgendwann die Frage, was ist denn der beste Broker und vor allem, woran erkenne ich seriöse Plattformen und gute Anbieter? Genau darum soll es heute gehen. Ich verrate dir in diesem Video die fünf wichtigsten Merkmale, nach denen du schauen solltest, wenn du dich für einen Online-Broker entscheiden möchtest und mit dem Trading beginnen willst. Und das Ganze gucken wir uns nicht nur an einem Beispiel an, sondern ich habe sogar einen Experten im Interview und freue mich ganz besonders über ein exklusives Gespräch mit dem CEO und Vorstand von FX Flat, Samet Yilmaz. Also ein ganz spannendes Gespräch, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Heute dreht sich alles um das Thema Trading und Börse. Viele von euch, die sich mit smartem Investieren beschäftigen, die haben auch schon bereits Aktien gekauft und sich mit dem Thema Trading beschäftigt. Die große Frage ist dann sehr häufig, was ist denn nun wirklich ein seriöser Online-Broker und vor allem, worauf muss ich achten, bevor ich eine Entscheidung für eine Plattform treffe? Denn mal ganz ehrlich, Trading-Plattformen schießen momentan wie Pilze aus dem Boden und da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist nicht immer ganz einfach. Und genau darum gibt es dieses Video. Ich zeige euch gleich die fünf wichtigsten Merkmale für einen guten und seriösen Broker. Und außerdem präsentiere ich das Ganze an einem konkreten Beispiel an dem Unternehmen FX Flat. Und so richtig tief ins Detail rund um all die Themen, die wirklich wichtig sind, gehen wir dann in einem exklusiven Interview mit FX Flat Vorstand Samet Yilmaz. Ich freue mich sehr, dass er für ein Gespräch mit mir zur Verfügung stand und tatsächlich auch den unbequemen Fragen Rede und Antwort gestanden hat. Also freut euch auf ein ganz spannendes Video heute hier bei Geniale Geldideen. Wenn ihr Spaß am Online-Geld verdienen und beim smarten Investieren habt, dann freue ich mich natürlich über ein Like für dieses Video und schaut auch gerne auf den anderen Videos auf meinem Kanal vorbei und lasst nicht nur ein Like, sondern auch ein Abo da. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, dann klickt einfach auf die Glocke, aktiviert das Symbol und ihr werdet automatisch benachrichtigt, wenn es etwas Neues gibt bei Geniale Geldideen. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die fünf wichtigsten Punkte an, wenn ihr überlegt, euch für eine Trading-Plattform zu entscheiden. Die erste wichtige Frage, die ihr beantworten können solltet, ist, wie und wo ist der Broker reguliert? Denn wenn ein Unternehmen nicht reguliert ist, dann ist es grundsätzlich nicht wirklich optimal. Auch wenn man sich im gesamteuropäischen Raum befindet, gibt es bei der Regulierung doch wirklich starke Unterschiede, je nachdem, wo genau dieses Unternehmen beheimatet ist. Eine Regulierung durch die BaFin in Deutschland oder die FCA in Großbritannien ist grundsätzlich positiv zu bewerten, aber es gibt auch andere Länder, zum Beispiel Zypern, wo momentan sehr viele CFD- und Forex-Plattformen angeboten werden und in diesen Ländern reguliert werden. Die haben allerdings noch eine ganze Menge Nachholbedarf, was die offizielle Regulierungsbehörden dort angeht. Der zweite wichtige Punkt, den ihr auf jeden Fall im Kopf halten solltet, ist: Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Es gibt ja auch ganz günstige Kombinationen aus Spread, Commissions, Ausführungen und Technologie. Allerdings sollte der Trader nicht nur die reinen Kommissionen betrachten, sondern auch herausfinden, wie lange eine Order-Ausführung dauert, ob es sogenannte Requotes gibt, ob der Spread ganztägig fix ist, ob es zu Spread-Erweiterungen kommt, wenn zum Beispiel bestimmte Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht werden. Also alles das sind Punkte, die auf jeden Fall zu berücksichtigen sind. Allerdings vor allem dann, wenn du schon ein bisschen tiefer im Thema Trading unterwegs bist. Der dritte Punkt ist, was bietet die Trading-Plattform überhaupt? Ja, erstmal muss eine Handelsplattform natürlich die Grundlage dafür bilden, dass du als Trader überhaupt handeln kannst. Und da gibt es natürlich Standardleistungen, es gibt aber auch freiwillige Leistungen, die eben über das klassische Abrufen von Kontoinformationen, Kontoverwaltung von offenen Positionen und Orders, mit bestimmten Analysewerkzeugen und Charts und solche Geschichten eben hinausgeht. Ganz wichtig ist da auf jeden Fall ein Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit der jeweiligen Angebote. Da ist es immer gut, wenn ein Anbieter beispielsweise eine kostenfreie Probezeit hat, dass du einfach so ein Konto mal ausprobieren kannst, ohne dass du bereits Geld investieren musst, um einfach die Werkzeuge kennenzulernen und zu sagen, ja, da fühle ich mich mit wohl, das funktioniert oder eben auch nicht für mich. Viertens, wie sieht es mit dem Kundenservice aus? Nur das Vorhandensein eines Supports, bei dem du ein Ticket aufmachen musst, um dann anderthalb Wochen später vielleicht eine Rückmeldung oder Antwort zu bekommen, ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Du solltest also auf jeden Fall auf gute Erreichbarkeit achten. Der
Kundenservice sollte in deutscher Sprache zur Verfügung stehen und sollte am besten wirklich rund um die Uhr verfügbar sein und im Idealfall sogar kostenlos, auch wenn es darum geht, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Ein guter Kundenservice hat exzellente Qualifikationen, hat zusätzliche Services und Leistungen und ist, das kann auch grundsätzlich nicht schaden, für seine Serviceleistungen und seinen Kundendienst auch von unabhängigen Plattformen beispielsweise oder Zeitschriften etc. ausgezeichnet. Und last but not least, nicht jeder ist der geborene Trader und wenn eine Plattform nicht auf Schulungsmaterialien und Weiterbildungsangebote ausgelegt ist, dann solltest du auch vielleicht eher die Finger davon lassen. Denn ein weiter Schritt zum Erfolg ist natürlich Schulung und Weiterbildung und wenn ein Broker tatsächlich selbst am Erfolg seiner Kunden interessiert ist, dann kriegt er normalerweise auch einen kostenlosen Zugang zu wirklich wertvollen Seminaren und Webinaren und Downloads hin. Und wenn du überall an diese 5 Punkte einen Haken dran machen kannst, dann kannst du grundsätzlich mit einem Anbieter nichts falsch machen. Wie und wo solltest du auf jeden Fall suchen, um so etwas zu finden? Das gucken wir uns jetzt einfach mal am Beispiel von FX Flat an. Ein deutscher Anbieter, ein deutscher Online-Broker, der seit sehr langer Zeit schon am Markt ist. Und bevor wir ins Interview einsteigen, erstmal ein paar Infos zum Unternehmen selbst. Und da zeige ich dir, wo du auch genau diese Punkte, die ich gerade genannt habe, finden kannst, wenn du versuchst, den idealen Broker für dich herauszufinden. Das ist also die Startseite von FX Flat. Wie gesagt, ein sehr etablierter, mittlerweile seit mehr als 15 Jahren am Markt befindlicher deutscher Online-Broker, der dir sozusagen, wie es hier steht, das Tor zu den Börsen der Welt öffnet. Und du hast also wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen mit Aktien, mit Optionen, mit Futures, mit unterschiedlichsten Währungspaaren, Anleihen und Fonds. Und du kannst sogar Sparpläne machen. Also alles das, was so der Finanzmarkt hergibt, das kannst du mit FX Flat machen und natürlich auch CFDs handeln, das heißt alle wichtigen Anlageklassen und Finanzinstrumente für Einsteiger und für Fortgeschrittene und für Profis im Bereich Trading stehen hier zur Verfügung. Und das Ganze natürlich auch sehr, sehr sicher und da kommen wir schon zu den Punkten, die ich gerade quasi in der Theorie vorgestellt habe. Wo findest du die hier bei FX Flat? Am besten klickst du einfach auf Warum FX Flat und dann siehst du gleich die Punkte, die ich gerade vorgestellt habe, zu den Konditionen, also zum Preis-Leistung-Informationen und vor allem zum Thema Wer wir sind. Da findest du viele Hintergrundinformationen. Und zwar beispielsweise hier über die FX Flat Bank GmbH, denn es ist eine echte Bank im Hintergrund, die 1997 in Düsseldorf gegründet wurde und als unabhängiger Finanzdienstleister verfügt die Gesellschaft auch über die erforderlichen Genehmigungen. Der BaFin ist also reguliert und das bedeutet, du brauchst dir vor allem, wenn es darum geht, dass dein Geld verschwunden sein könnte, wenn irgendetwas mit dieser Bank passiert, keine Gedanken zu machen, denn in diesem Fall gilt auch die entsprechende Einlagensicherung. Dazu spreche ich aber auch gleich noch ein kleines bisschen konkreter. Einer der Punkte, den ich gerade vorgestellt habe, war auch das Thema, wie ist denn der Kundendienst erreichbar? Und du siehst schon, bevor du eingeloggt bist, hast du die Möglichkeit, eine gratis Hotline anzurufen oder beispielsweise einen Live-Chat aufzurufen oder Hilfe zu erhalten. Und das ist tatsächlich extrem gut. Und das sieht man auch tatsächlich an den Auszeichnungen, wenn wir hier nochmal kurz drauf gehen. Da braucht sich das Unternehmen tatsächlich nicht zu verstecken. Im CFD-Broker-Test eine Gesamtwertung sehr gut und zwar aktuell in der Ausgabe 23 2021 unter 11 Anbietern. Deutschlands beliebteste Banken, bei Focus Money auch ein sehr renommiertes Magazin, waren sie Testsieger im Deutschland-Test. Also das sind nur ein paar Auszüge und wenn man hier runterscrollt, dann ja, hört diese Seite quasi gar nicht auf. So viele Auszeichnungen, gerade im Bereich des Kundenservice, und das ist ja einer der wichtigsten Aspekte, die ich gerade vorgestellt habe, ist FX Flat wirklich ganz vorne mit dabei. Und du siehst, ne, das ist ja nur das, was in diesem Jahr, im Jahr 2021, hier an Auszeichnungen noch hinzugekommen ist. Was finde ich besonders gut? Das auch, was ich vorher vorgestellt habe, wenn du loslegen möchtest, hast du die Möglichkeit, eben nicht
nicht nur direkt ein Konto zu eröffnen, ein Live-Konto, sondern auch ein kostenloses Demo-Konto 30 Tage lang unverbindlich zu testen und dann zu sagen, was möchte ich denn? Es gibt unterschiedlichste Werkzeuge und du kannst beispielsweise, wenn du nicht so intensiv traden willst, diesen MetaTrader benutzen. Das ist eine Software, mit der du dann agieren kannst und schon für 200 Euro Ersteinlage mit Spot Forex Futures und CFDs traden kannst. Und das ist ein sehr, sehr schöner und vor allem günstiger Einstieg in diese Welt des Trading. Zum Thema Training habe ich ja auch was gesagt. Einer der wichtigsten Punkte, gerade für diejenigen, die noch nicht so erfahren sind im Bereich Trading, regelmäßige Webinare und Videos. Auch das bietet dieses Unternehmen an. Du hast hier aktuelle Termine und da kannst du an diesen Webinaren teilnehmen, um tiefer in diese Themen hereinzuschnuppern. Und last but not least, bevor wir ins Interview reingehen, wo viele weitere Punkte, die auch von euch immer wieder in den Kommentaren von meinen bisherigen Aktien- und Börsenvideos gekommen sind, beantwortet werden. Kurzer Blick auf die Sparpläne, denn du hast eben nicht nur die Möglichkeit, als Börsenexperte hier loszulegen, sondern kannst auch ganz einfach aus 7.900 Fonds und ETFs einen Sparplan machen, um quasi passiv Geld zu verdienen. Und was mir ganz besonders gut gefällt, du kannst sogar nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder, wenn du denn welche hast, beim sogenannten Depot for Kids jetzt schon für deren Altersvorsorge sorgen. Das, wie gesagt, nur ein ganz, ganz kurzer Überblick, denn was jetzt wirklich wichtig ist, wenn du dich entscheiden solltest und wolltest für einen entsprechenden Online-Broker, das frage ich am besten jetzt mal jemanden, der sich damit auskennt. Und damit legen wir direkt los. Erstmal herzlichen Dank, Herr Yilmaz, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich hier meinen Fragen zu stellen. Ja, vielen Dank erst einmal, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns vorzustellen. Oft kennt man die Menschen im Hintergrund so einer Plattform ja überhaupt nicht und weiß gar nicht, wer sich hinter so einer Webseite mit unzähligen Informationen versteckt und verbirgt. Wer außer Ihnen steckt eigentlich hinter FX Flat? Wer verbirgt sich hinter der FX Flat Bank AG? Meiner Meinung nach das beste und hochmotivierteste Team, was man haben kann, was im Übrigen auch sehr gut ausgebildet ist. Das Thema Ausbildung ist mir persönlich sehr wichtig, sodass die FX Flat Bank AG selbst ein ausbildender Betrieb ist. Wir bilden unter anderem junge Bankkaufleute aus und entsenden auch unsere Mitarbeiter zum Beispiel zur Bankakademie, um sich dort fort bzw. weiterzubilden. Oder aber auch direkt zur Eurex, um dort sich als Derivatehändler zertifizieren zu lassen. So können also unsere Kunden sicher sein, dass wenn sie jemanden bei der FX Flat Bank AG sprechen, es sich hier um sehr gutes Fachpersonal handelt. Sie kennen ja die Finanzwelt wie Ihre Westentasche. Sie haben vor 20 Jahren bei der Deutschen Bank mit einer soliden Ausbildung zum Bankkaufmann gestartet. Sie sind studierter Bankbetriebswirt und haben Führungspositionen bei mehreren Banken bekleidet. Sie waren Leiter einer Handelsabteilung, Prokurist, Vorstandsassistent. Und jetzt sind Sie seit über 9 Jahren bei der FX Flat Bank in verschiedenen Verantwortungsbereichen beschäftigt. Und schon seit mehreren Jahren jetzt auch Teil der Geschäftsführung. Wie kam es dazu? Also diese Leidenschaft wurde mir sehr früh quasi in die Wege gelegt. Mein Vater ist ebenfalls Banker, im Gegensatz zu mir ein Allfinanzbanker. Das Ganze fing in meiner Jugend an, als ich den Film Wall Street gesehen habe mit Charlie Sheen und Michael Douglas. Das führte dazu, dass ich während meiner Schulzeit an einem Börsenspiel der Sparkasse, ich denke es hieß Planspiel Börse, teilgenommen habe und dort auch gewann. Es war danach kein Wunder, dass ich mich dann bei der Deutschen Bank zum Bankkaufmann habe ausbilden lassen und danach bei der Frankfurt School of Finance and Management Bankfachwirtschaft und Bankbetriebswirtschaft studiert habe. Ja, ich bin heute Vorstand der FX Flat Bank AG und bin sehr stolz, ein solch motiviertes, junges Team führen zu dürfen. Das ist spannend, weil das Planspiel Börse habe ich damals auch als Schüler noch mitgemacht. Über mein Abschneiden sollten wir aber besser den Mantel des Schweigens legen. Was genau unterscheidet FX Flat von den unzähligen anderen Trading-Plattformen, die momentan wie Pilze aus dem Boden schießen? Und vor allem, wie soll man wissen, welcher Anbieter seriös ist? Was sind für Sie die drei wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte, bevor man sich irgendwo auf irgendeiner Plattform registriert? Also ich würde als allererstes sicherstellen, dass das Unternehmen, welches ich meinem Geld überlasse,
ein beaufsichtigtes und lizenziertes Unternehmen ist. Am besten natürlich eine Bank in Deutschland. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei ist die Kosten-Nutzen-Relation. Wie teuer ist eine Order und was erhalte ich dafür? Mir nützt es zum Beispiel gar nichts, dass ich alles kostenfrei mache und bei Problemen dieser Order dann niemanden erreiche. Dann wird mir solch eine Order möglicherweise teurer, als ich daran vermeintlich gespart habe. Nummer drei ist die ständige Erreichbarkeit der Mitarbeiter solch eines Unternehmens und natürlich ein großes Produktportfolio. Und wenn Sie jetzt alle drei Punkte in einem Unternehmen gefunden haben, dann werden Sie feststellen, dass Sie bei der FX Flat Bank AG gelandet sind. Über zu wenig positive Resonanz können Sie sich ja aktuell nicht beklagen. Erst im März kam FX Flat beim Fuchs Broker Rating zum wiederholten Mal auf Platz 1. Im Kundenrating des Deutschen Kundeninstituts gab es ebenfalls ein sehr gut. Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen? Ist das einfach nur gut fürs Marketing? Zwischenzeitlich wurden wir auch vom Handelsblatt, der Frankfurter Allgemeine, der Wirtschaftswoche und noch vielen anderen mit jeweils Bestplatzierungen ausgezeichnet. Was bedeutet das für uns oder für mich? Für mich sind das Indizien, dass wir ganz offensichtlich auf dem richtigen Weg sind. Und es heißt doch, tue Gutes und berichte darüber. Und das tun wir in diesem Falle mit Stolz. Und jetzt mal eine echte Herausforderung. In zwei Sätzen, leicht und verständlich. Was ist der Unterschied zwischen Aktienkaufen und Forex-Trading? Bei Aktien handelt es sich um Wertpapiere. Wertpapiere, die typischerweise an einer Börse gehandelt werden. Beim Kauf einer Aktie wird man ein Aktionär mit verschiedenen Rechten. Zum Beispiel das Recht an der Teilnahme einer Hauptversammlung. Dort kann man mit seiner Stimme, das ist auch ein Recht, das Stimmrecht, die Strategie des Unternehmens beeinflussen. Beim Forex-Trading handelt es sich um den Devisenhandel. Forex steht für Foreign Exchange und dieser wird typischerweise nicht an einer Börse gehandelt, sondern zwischen zwei Banken. Die FX Flat Bank AG stellt den Kunden beides zur Verfügung. Sie können also an über 135 Börsen Wertpapiere handeln oder aber auch den Devisenhandel betreiben. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass Investieren und Handeln auch für Privatanleger in letzter Zeit offenbar immer interessanter wird? Ist das so ein wirklicher Hype? Ein Hype ist das nicht wirklich, sondern eher die Folge unserer langjährigen Niedrigzinskultur. Der Bürger erhält für sein Erspartes bei der Bank ja faktisch gar keine Zinsen mehr. Im Gegenteil, er muss Strafzinsen zahlen dafür, dass das Geld bei der Bank liegt. Also ist es keine Überraschung, dass immer mehr Leute nach alternativen Anlagemöglichkeiten suchen. Da gibt es verschiedene Wege, zum Beispiel der Immobilienmarkt, sehr attraktiv. Mit dem Nachteil, dass man sein Geld allerdings nicht schnell liquidieren kann. Oder aber auch der Geld- und Kapitalmarkt, was wir dem Kunden sehr kostengünstig zur Verfügung stellen. Das Argument, was ich häufig von meinen Abonnenten auf dem Kanal höre, ist, Forex Trading und CFDs, das ist mir viel zu kompliziert. Kann ich nicht einfach ein paar Aktien kaufen oder in Kryptowährungen investieren? Muss man für FX Flat ein Börsenexperte sein? Im Gegensatz zu Optionsscheinen und Zertifikaten halte ich CFDs für nicht so komplex. Ein Deutsche Bank CFD zum Beispiel leitet sich ab durch den Kurs der Deutschen Bank Aktie. Den Kurs der Deutschen Bank Aktie kann man überall nachverfolgen, heute im Netz. Der Kurs eines Zertifikats oder Optionsscheines auf die Deutsche Bank, der ist wiederum ziemlich schwer zu ermitteln. Und es gibt keinen Privatkunden, der mir heute erklären kann, wie dieser Kurs, der aktuell vorhanden ist, zustande gekommen ist. Bei der FX Flat muss man ganz und gar nicht ein professioneller Trader sein. Wir bieten auch zum Beispiel für Kunden, die keine Zeit haben oder sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus, möchte aber am Geld- und Kapitalmarkt investieren, einen sogenannten Aktien- oder ETF-Sparplan an. Ja, mit monatlichen Beiträgen wird dann in entsprechende Risikoklassen für Kunden investiert. Da gibt es auf unserer Webseite hinreichende Informationen zu. Auf der anderen Seite bieten wir auch für professionelle Trader den Devisenkassahandel, den Futurehandel, und somit
bieten wir für alle Kunden eine breite Fülle an Produktportfolio an. Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen, die immer wieder aus der Community gestellt werden und die viele Plattformen irgendwie immer ganz gerne totschweigen. Wie sieht es zum Beispiel mit der Einlagensicherung aus? Oder kann ich mit meinem Konto ins Minus rutschen, wenn ein Trade fehlschlägt? Wie groß ist das Risiko für mich als Anleger überhaupt? Das sind Themen, über die man vielleicht nicht ganz so gerne redet, oder? Also wir sehen uns sogar in der Pflicht, den Kunden über seine Risiken aufzuklären. Denn bei der FX Flat Bank werden auch hochspekulative Produkte gehandelt, die entsprechende Risiken mit sich bringen. Bereits im Erstgespräch mit dem Kunden zeigen wir ihm jedoch auf, wie er seine Risiken minimieren kann. Grundsätzlich ist der Privatkunde bei uns nicht nachschutzpflichtig. Er kann also nicht mit seinem Konto ins Minus laufen. Im Gegensatz zum professionellen Trader, der gemäß WPHG, also dem Wertpapierhandelsgesetz, sehr wohl nachschusspflichtig ist, bei uns allerdings mit einer Einlage bis zu 100.000 Euro von der Regel ausgenommen ist, sodass auch dieser professionelle Trader nicht nachschusspflichtig ist. Da die FX Flat eine Bank ist, ist sie automatisch an der EDW angeschlossen. Das ist die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, die die Einlagen der Kunden mit bis zu 20.000 Euro im Falle der Insolvenz der FX Flat absichert. Darüber hinaus hat die FX Flat Bank AG eine Versicherung abgeschlossen, damit die Kundeneinlagen der Privatkunden als auch der professionellen Kunden mit bis zu 500.000 Euro abgesichert sind. Nach meinem heutigen Kenntnisstand sind wir die einzige deutsche Bank, die eine solche Einlagensicherung anbietet. Möchten Sie sonst noch irgendwas loswerden, das Ihnen wichtig ist? Das ist völlig egal, ob persönlich oder auf XFlat bezogen oder auch ganz allgemein. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich lade jeden Kunden herzlich ein, uns zu testen. Jeder Kunde kann bei uns ein kostenfreies Demo-Konto nutzen, sich von unseren Produkten überzeugen und unseren ausgezeichneten Service testen. Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank für die offenen Antworten und dafür, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben, hier persönlich Rede und Antwort zu stehen. Dankeschön. Und ich hoffe jetzt, dass du tiefe Einblicke gewinnen konntest in die Welt der Börse und des Tradings. Wenn du es selbst mal ausprobieren möchtest, gerne auch kostenlos, dann schau dir gerne mal meinen Empfehlungslink unten für FXFlat an. Bei diesem Anbieter kannst du tatsächlich, wenn du das, was du jetzt gerade gehört hast, auch umsetzt und anlegst an deine Auswahl, definitiv nichts falsch machen. Wie gesagt, der Link zu FXFlat ist in der Videobeschreibung. Wenn du Fragen zu diesen Themen hast, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen und schau dir gerne auch meine anderen Videos rund ums Thema Online-Geld verdienen und Smart Investieren an. Links habe ich die Playlist mit allen bisherigen Börsenvideos und Aktientipps, Tricks und Trends zur Verfügung gestellt. Und wenn du eher im Bereich Krypto interessiert bist, dann klick mal auf das rechte Video. Da kannst du in diese Themenstellung einsteigen. Egal, ob du links oder rechts klickst, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann.